langsam. So, den Weg hatten wir das letzte Mal genommen, ne? Als wir raus aus der Stadt sind, oder? Ah ja, hier rechts runter, das war der Weg. Können wir hier untersuchen? Nee, schade. Ja, durchsuchen, nicht untersuchen. Sonst hätten wir da vielleicht noch irgendwas Altes können rausholen, so Lumpen oder sowas. Nachher, jetzt leer da wieder ein bisschen die Außenwelt. Und hier ist noch was zu nehmen. Schöllkraut. Und dann gehen wir doch jetzt mal zu dem Typ. Zu dem Armdrücken-Typ. Das ist er eher nicht. Nur einer. Dann ist er wohl das. Was willst du? Es heißt, dich hätte noch keiner im Armdrücken gezwungen. Das ist er. Stimmt. Ich will versuchen, das zu ändern. Das hat schon mancher versucht. Und es ist ein Scheiß draus geworden. Na, wollen wir? Aber sehe ich. Nun, gut, dann komm mal gleich mit. Später habe ich keine Zeit mehr. Alles klar. In Ordnung. Du könntest heute ruhig zu einer anständigen Zeit zurückkommen. Was essen, dich mal ausschlafen. Ja, er kommt schon zu einer anständigen Zeit zurück. Das ist sogar noch seine Mutter. Komm, geh, auf. Ach, hier, oder was? Mutter, gib Ruhe. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Er hat zu tun. Zu tun. Du segelst ja sowieso raus und kommst nicht. Er hat zu tun, Mutter. Geh weiter jetzt. So der Sohn. Segel doch in dein Verderben, bitte. Müssen die sich jetzt unterhalten? Fertig? Achso, hier sind wir dann doch schon. Wir können anfangen. Ich hoffe, wir gehen jetzt in die Kneipe. 100. Oh, das wird gefährlich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht verlieren. Und zack. Ich mal einen Screenshot gemacht. Alle Screenshots gibt's auf dem Link in der Beschreibung. Scheiße. Ah, den haben wir doch im Sack. Den Idioten hier, Muttersöhnchen. Von wegen Armdrückkönig. Du bist der übelste Noob, mein Freund. Ah, wir gehen wieder zurück. Oh, das gibt's ja nicht. Scheiße. Nein. Alter, ich hatte den schon sowas von im Sack. Hexer oder nicht? Gegen mich kommt keiner an. Ja, wir machen das direkt nochmal. Hoffentlich geht das. Es wurde schon wieder ein... Fertig? Klar, und wir setzen wieder 100. Ich muss das Geld ja wieder zurückbekommen. Und zack. Diesmal mache ich ihn aber platt. Ich lasse mich nicht nochmal besiegen hier, mein Freund. Am Anfang ist es ja noch super einfach. Aber mit der Zeit. So. Jetzt spielt sich das von selbst. Damit hätten wir es. Du bist stark wie ein Stier. Da hast du deine Orens. Einmal hatten wir eine Kompanie Söldner mit Adam Adieu Pangrat als Anführer bei uns. Ich bin der Stärkste hier und habe mich mit Adieu gemessen. Der Kerl hat übermenschliche Kräfte. Hat mich niedergewalzt wie einen Säugling. Wenn du den triffst, dann sag ihm, Schute trinkt auf sein Wohl. Mach ich. Yay! Mutter, ich sagte doch, lass mich in Frieden. Die hätten wir, oder? Ja, das hätten wir. Eine Frage, Schatten, Quatsch, doch, genau, das wollte ich jetzt machen. Zu Cedric gehen wir jetzt und reden wir mit dem über dieses Elixier. Der Name des Elixiers ist mir jetzt entfallen, vor dem Triss uns erzählt hat. Das könnte hilfreich sein beim Dingenskirchen, beim Kairan. Wo ist der da unten? Kommen wir hier so hin? Ja, geht, gut. Dann sind wir hier also richtig auf dem Weg. Ach, steht der wieder da oben, oder was? Letztes Mal hat er sich ja da unten in die Wiese gesetzt. Da war es ihm wahrscheinlich zu unbequem. Kann ich verstehen, so auf Holz. Das ist ja besser wie auf einer Wiese. Gut. Steht er auch wirklich da? Ja, das ist er. Sieht so ein bisschen aus wie Jorvet von hinten. Aber ist es natürlich nicht. Es ist Cedric. Ich brauche Schattenbeinwurz. Das ist ein sehr seltenes Moos. Es wächst unterirdisch. Da gibt es ein paar Höhlen tief im südlichen Wald. Wenn hier überhaupt Schattenbeinwurz wächst, dann darin. Alles klar.
Kurze, knappe, schnelle Info. Er geht mal wieder runter und setzt sich in die Wiese. Das macht er wahrscheinlich immer, nachdem wir mit ihm gesprochen haben. Alles klar. Also, dann suchen wir mal Schattenbeinwurz in irgendeiner Höhle irgendwo im Süden. Und in den Süden müssen wir ja sowieso, wenn ich das recht in Erinnerung habe, was die Karte angeht, wo ist denn der Schattenbeinwurz? Da unten, und das ist doch super, die andere Quest ist doch auch da unten. Welche waren das nochmal? Das, oder? Ja. Das war sie. Die Quest, die führt uns auch darunter. Jetzt erstmal, wie meditiere ich nochmal hier? Nee, das war's ja nicht, ne? Doch, Meditation steht doch da. Uha! Naja, gut, können wir mal machen. Denn ich will jetzt bis nachts, ich will gar nichts machen in der Zeit. Nur Zeit abwarten, genau. Wo kann ich jetzt einstellen, wie viel? Ah, ich will nachts rauskommen. Ja, da. Und jetzt ist doch hoffentlich Nacht. Es ist Nacht. Sehr schön. Die Feuereffekte sind geil. Nur mal gerade so angemerkt. Und nachts gibt es ja hier einiges zu tun. Zum einen das hier mit dem Fight Club. Aber das machen wir nicht zuerst. Zuerst gehen wir zu dem Obersten von Flotsam. Der Name, den habe ich schon längst wieder vergessen. Aber das werden wir ja gleich wieder sehen. Oh, bei Nacht haut die Grafik hier aber noch mal richtig einen rein, du. Sieht richtig geil aus, bei Nacht irgendwie. Das Feuer ist so cool irgendwie. Da müssen wir da hinten hin. Wird jetzt nicht so weit sein, der Weg. Das ist ja alles innerhalb von Flotsam. Da muss man jetzt keine 500.000 Kilometer rennen. Ja, da vorne ist es schon. Wird jetzt schon angezeigt auf der Minimap. Da waren wir ja schon einmal bei diesen zwei Wachen vor dem Tor. Die haben uns ja dann leider abgewiesen, die Arschlöcher. Aber diesmal wird das nicht so sein. Wir klopfen einfach mal an. Geht nicht. Gut, dann müssen wir doch zuerst mit dem Typ hier reden. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Gut. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Roche, komm schon. Und? Yeah. Roche ist aber unfreundlich. So, dann reden wir jetzt mal mit dem guten Mann. Laden, laden. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Bis... Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Hallo, wieso rennen wir von selbst? Ich nehme Spaß am Feuer. Gut, jetzt ist es vorbei. Finde eine Möglichkeit, die Balliste zu deaktivieren. Die steht also hier oben. Zum Glück ist er darauf noch nicht. Treib dich hier nicht rum. Hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Treib dich hier. Hoffentlich. Wie machen wir das jetzt? Jetzt speichern wir erst. So. Und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir die irgendwie bestechen hier, unterhalten. Aber nicht mit dem da unten, mit der Alten da. Ey, red mit der Alten. Also geht er nicht, reden wir mal mit dem. Geht nicht. Wen haben wir denn da so? Ach, die ich kennen wir doch. Ich mag Mutanten nicht. Ich mag Muskeltrottel nicht. Was willst nicht. Du, Mutant? Arm drücken. Leb wohl nicht, Arm drücken. Arm drücken will ich. Ich hasse Mutanten. Komm, ich zermalm dich. Wir werden sehen. Dann gucken wir mal. Wie viel setzen wir? Oh, wir können gar nichts setzen.
Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. So. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Oh, wie einfach. Da war ja das Muttersöhnchen eben noch ein.